Ich glaube, ich habe eine Idee. Warte mal. Warte mal, ich muss mal noch zur Waschfrau. Das sieht so aus wie keine Wäsche. Weißt du? Warte mal. So, so. So. Warte mal. Oh, das ist noch eine Kachel. Okay. Wo muss ich denn jetzt noch hin? Das wäre jetzt die Kachel Nummer 7, Nummer 8. Es fehlt noch eine. Aber... Warte mal, ich gehe noch mal. Habe ich bei den Damen hier noch was vergessen? Nee. Wäre auch ein bisschen unlogisch. Eigentlich gibt es an jedem Ort irgendwie eine Kachel. Unten gab es keine. Das muss doch stinken. Da kann ich auf keinen Fall runterklettern, ohne abzustürzen. Ja. Also so eine Hotspot-Anzeige wäre schon richtig super. Aber die haben wir leider nicht. Was war hier hinten? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ah, das war er. Nee, zu ihm wollte ich auch nicht. Von ihm haben wir ja eine Kachel bekommen. Das heißt, da ist es eher unwahrscheinlich... Oh, wie er sitzt. Das ist eher unwahrscheinlich, dass er eine Kachel hat. So, nochmal wieder runter. Wieder hoch. Hier, ne? Nie. Oh, doch. Genau. Hier drüben ist der König. Da hatten wir keine Kachel bekommen, ne? Ihre Majestät, ich glaube, die Kachel ist Teil von etwas Wichtigem. Du hast recht. Sie ist Teil meines Fußbodens. Das ist ein Creeper. Nein, nein, sogar noch wichtiger als das. Sehen Sie, am Boden der gegenüberliegenden Klippe habe ich einen ungewöhnlichen Raum gefunden, der eine große Formation enthält, in die diese Kachel perfekt passen würde. Ich bin sicher, dass die Formation wichtig ist. Vielleicht ist sie sogar das Tor in die Unterwelt. Ach so. Na dann darfst du sie natürlich haben. Ach so. Vielen Dank, Hoheit. Okay, was macht er jetzt? Ach so. So, damit hätten wir jetzt alle. Also jetzt wieder ganz nach unten zu dem Baum runterklettern und dann die Kacheln einsetzen.
Ich habe aber gesehen, man kann die drehen. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich ein bisschen kritisch haben. Aber... Ja, komm. Das ist das, was ich meinte. Autschen. Oha. Gibt es irgendwie einen Hinweis darauf? Das Muster, warte mal. Das passt nicht, das Muster, ne? Nee. Nee, das passt nicht. Ach, die passen auch nicht. Also kann ich mich an das Muster gar nicht orientieren. Das sieht irgendwie passend aus. Finde ich. Warte mal. Das würde passen. Aber auch das. Was soll dabei rauskommen? Oh, warte mal. Oh, wer soll da drauf kommen? Das ist eine hässliche Fratze. Ist. Reisender. Die heilige Kammer, die vor dir liegt, enthält eine uralte Phenokristallsäule. Aha. Viele Jahrhunderte lang haben Reisende den Planeten Strata mit Hilfe dieser Säulen bereist. Die Phenokristalle, die die Welten innerhalb der Welten miteinander verbinden, sind in der Lage, viel mehr als nur Licht zu übertragen. Durch die Benutzung des Eristie-Pulvers, das von Tor 1 in der ersten Einheitsperiode entdeckt wurde, steht den Menschen jetzt sekundenschneller Transport zur Verfügung. Tritt ein und genieße die neuesten Phenokristallreisen.
Hast du etwas zu sagen, bevor ich das Urteil verkünde? Das Kind? Ist es in Sicherheit? Weit weg, wo ihm nichts passieren kann. Obwohl wir vermuten, dass du mit dem Mord an unserem geliebten königlichen Paar etwas zu tun hast, konnten wir nicht genug Beweise finden, um dich zu verurteilen. Aber da du offensichtlich den Kronprinzen entführt hast, wirst du hiermit dazu verurteilt, den Rest deines Lebens in der Unterwelt zu verbringen. Ich ordne hiermit an, einen Bannkragen für dich anzufertigen und ihn dir um den Hals zu legen und ihn niemals wieder zu entfernen. Und solltest du jemals versuchen, in die Oberwelt zurückzukehren, wird der Kragen immer enger werden. Ach, das ist was, was passiert ist. Falls nötig, bis du stirbst. Das ist ein Rückblick, was passiert ist. Wo bin ich denn hierhin geraten? Puh, aber es ist wunderschön hier. Okay. Vielleicht sollte ich das tun. Mich selbst nach unten transportieren. Durch diese Scherbe. Hm? Vielleicht sollte ich das tun. Mich selbst nach unten transportieren. Durch diese Scherbe. Oh. Oh! Was für ein Sturz! Was zum... Hey, lass das! Oh! Lilliput! Oh! Nachdem die Pergolaner dich am Boden festgebunden haben, bringen sie alle ihre Freunde, um dich anzustarren. Sie tun dir nicht weh. Hauptsächlich deshalb, weil du ein Skelett bist. Ach, anklicken, okay. Hört auf damit! Lass mich los! Verschwindet! Kusch! Warte! Hab keine Angst. Halt still. So. Wer ist er denn? Im Namen aller Pergolaner, überall möchte ich dafür danken, Riese, dass du Fermontis Leben gerettet hast. Och, sächsisch. Oh, gern geschehen. Oh, hey, quick, don't talk to my ears. Oh, tut mir leid. Hoppla, ich meine, in Ordnung. Du scheinst ein freundlicher und sanfter Riese zu sein, nicht wie einige Riesen. Der sächsische Akzent, der versucht es. Ich frage mich, ob du uns wohl mit einem Problem helfen könntest? Aber natürlich. Soll ich ein paar Stämme bewegen, Felsen verschieben, Dörfer zertrampeln? Viel schlimmer. Wir haben vor kurzem einen anderen Riesen gefangen, aber er ist anders als du. Er weigert sich zu kooperieren. Was kann ich tun? Vielleicht könntest du mit ihm reden. Nun, okay. Aber seid ihr sicher, dass mir nichts passieren kann? Folgt mir. So ein Auge im Haar.
nein, nein! Alles ist gut. Ich tue dir nicht weh. Nein, nein! Du bist Lina, nicht wahr? Ich komme gerade aus deiner Heimat. Ich habe deine Mutter und deinen Vater getroffen. Was hast du? Escarpa? Meine Eltern? Oh, ich wünschte, ich hätte auf sie gehört. Ich wäre jetzt nicht in diesem Schlamassel. Sie haben mich gebeten, dir dies zu geben. Oh, schau mal. Das ist mein lieber Vater. Und Dai. Oh, wie ich ihn vermisse. Vielleicht bist du wirklich aus Escarpa. Aber du bist so groß. Und wer bist du überhaupt? Ich bin Thorin. Aber ich bin nicht aus Escarpa. Ich komme aus der Oberwelt. Thorin aus der Oberwelt. Versprichst du mir nicht weh zu tun? Ich schwöre. Im Augenblick kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen. In Ordnung. Schnell, schneid mich los. Also, ich... Schnell, bevor sie dich aufhalten. Ich kann nicht. Ich muss wohl jeden kleinen Faden einzeln aufdröseln, fürchte ich. Warum? Benutz dein Messer. Messer? Das ist es ja eben. Ich habe kein Messer. Ich bin vielleicht ein Held. Nun ja, halt still. Es geht los. Dann verrate ich dir ein kleines Geheimnis. Ja. Ich hatte die ganze Zeit ein Messer und zwar versteckt in meinem Stiefel. Oh. Aber sie haben mich gefesselt, bevor ich wieder zu mir gekommen bin. So, und abstechen. Jetzt halt still. Ich möchte dich nicht schneiden. Vielen Dank, Thorin. Das war furchtbar. Hier. Hier ist dein Medaillon. Da. Oh, so vorhersehbar. Hier. Lass mich dir aufhelfen. Oh, warte. Zieh dir deine Arme an. Du blutest. Oh Gott. Was? Oh, ich bin in Ordnung. Ich bin ein ganzes Stück durch die Bäume gefallen, bevor ich auf diesem weichen Boden gelandet bin. Ein paar Äste haben mich erwischt. Es ist nichts. Unsinn. Komm her. Ich bin sicher, dass ich in dieser Richtung einen Bach gehört habe. Gehört, okay. In Escarpa haben sie alle gesagt, wir sollten uns kennenlernen. Aber ich habe nie zu träumen gewagt, dass es tatsächlich geschieht. Alle anderen waren so kurz und haarig. Ich war immer das hässliche Entlein. Oh. Zu groß, zu dünn, nur oben Haare. Aber mit dir fühle ich mich... Wie nur oben Haare. Irgendwie normal. Oh, ich finde... Du bist überhaupt nicht normal. Was? Was? Thorin? Hä? Oh, nein! Ich meine, du bist viel besser als normal. Du bist wunderschön. Wunderbar. Perfekt. Oh, Thorin. Aber meine Eltern sorgen sich sicher zu Tode. Naja, das tun sie wohl. Sie möchten wirklich, dass du nach Hause kommst. Und meine Eltern... Sie sind immer noch in Gefahr. Ich muss weitergehen. Du hast recht. Aber werde ich dich wiedersehen? Du musst. Verzeihung, ihr zwei. Wollt ihr zum Abendessen? Felsia soll die Schwester mit ihrer Jagdgesellschaften losschicken. Nein, wir müssen sofort gehen. Wir müssen unsere Suche nach einem Phänokristall beginnen. Nicht nötig. Wir wissen, wo einer ist. Aber er ist ziemlich weit weg. Wisch. Was? Ich kann's kaum glauben. Funktioniert er? Vielleicht. Weißt du, er ist seit längerer Zeit nicht mehr benutzt worden. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Komm, Lina. Boah, diese Mauer, ey. Wahnsinn.
Achtung! Achtung! Hier spricht Thorin und seine Freundin Lena. Bitte hört ihnen genau zu. Sie lauschen dir. Aber was soll ich tun? Nun, das ist das Problem. Keiner weiß es. Der Phänokristall ist schon seit Generationen nicht mehr benutzt worden. Der Legende nach öffnen sich die Welten, wenn die Sänger sich in perfekter Harmonie befinden. Aha. Aber selbst wenn sie diese uralten heiligen Roben tragen, können sie den Weg nicht finden. Kannst du ihnen helfen? Junge, Junge. Okay, du da, in die Mitte. Oh Gott. Und du? Übernimm seinen Platz. Oh, oh mein Gott. Da wir keinen Hinweis hier haben, warte mal. Lila Roben 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wisst ihr was? Es ist auch ein bisschen spät. Ich mache jetzt hier das hier, das hier und das hier. Und ich gehe jetzt in die Horizontale, mache also den Stream aus, beende hey, die Aufnahme. Ich habe dir nicht gesagt, dass du dich bewegen sollst. Aus dem Weg. Es ist ihm wohl zu langweilig geworden, weil du seit längerer Zeit niemanden mehr umgestellt hast. Alter. Oh nein, da geht schon wieder einer. Sie können offenbar nicht stillhalten. Oh mein Gott. Warte, stopp. Oh, Lina. Ich muss sie daran hindern zu gehen. Sie gehen nur, wenn du zu lange wartest, Thorin. Oh. Thorin, wohin gehst du? Was? Oh, ich wollte nicht gehen. Ich vertrete mir nur die Beine, das ist alles. Oh, es wird immer lauter, es wird immer lauter. Oh, 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 oh. Geh zur Seite. Kann man das so viel... Nee. Du bist nicht im Weg. Doch, ein bisschen, ne? Nee. Pass auf. Oh, es ist so viel, es ist so viel. Okay. Stream jetzt ein Ende, Aufnahmeende. Vielen Dank fürs Zusehen und es geht da bald weiter. Aber ich glaube, für das hole ich mir hier eine Lösung. Es gibt nämlich keinen Hinweis. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Bis demnächst, euer Firefox.